Er ruft zurück. Ja, sind wir auf Sendung? Ja. Ja? Stefan Carlos hier. Ja? Nikolas Stark. Nikolas. Nikolas, ich freue mich so, dich zu hören. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass es geklappt. Schön, dass es geklappt hat mit der Verbindung. Ja? Ja, ich höre dich sehr gut. Ich höre dich sehr gut. Nikolas, ich bin hier live auf Sendung. Ja, ja, wir streamen. Natürlich. Ja, ist eine sichere ist eine sichere Sache. Da hat sich noch keiner infiziert. Nein, nein. Nikolas, wir haben darüber gesprochen. Wärst du bereit, uns einen kleinen Einblick zu geben in die Entwicklung der näheren und vielleicht auch der weiteren Entwicklung, der näheren Zukunft und der weiteren Entwicklung nach der sogenannten Corona-Krise? Du weißt doch Bescheid. Ja, in unserem Zeitstrom. Ja, ja, ich weiß. Es gibt viele, viele andere Zeitenströme, viele andere Entwicklungen. Richtig, richtig. Aber die allerwahrscheinlichste Entwicklung aus dem Hauptzeitenstrom. Richtig, richtig. Ja, genau. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben jetzt die Sendezeit. Das Publikum ist zu Hause an den Endgeräten. Und wir würden uns freuen, wenn du zu uns hier in mein Homeoffice kommen würdest und den Menschen zu Hause etwas erzählen würdest. Wir würden uns sehr freuen. Ja? Ja, selbstverständlich. Ja, na klar. Natürlich. Ja. Ja, Nummer 24, ne? Bei Carlos. Ja. Prima. Nikolas. Danke, Nikolas. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf dich. Nikolas Stark, danke. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Nikolas Stark macht sich sofort auf den Weg zu uns. Er kommt hier in mein Homeoffice, in mein Wohnzimmer und wird Ihnen einen kleinen Einblick in die weitere Entwicklung unserer Welt nach der Krise geben. Liebes Publikum, schön, dass Sie noch da sind. In wenigen Sekunden wird Nikolas Stark aus dem Schattenkiosk hier bei uns ankommen, im Reformclub Spezial zur Krise, um uns zu erklären, wie sich unsere Welt verändern wird in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Denn dieser Mann weiß es, er kennt die Zukunft, er kennt die Vergangenheit, er kennt die Gegenwart unseres Multiversums. Und? Hören Sie es klingeln? Huhu! Da ist er. Nikolas! Hallo! Ich grüße dich! Ist das Publikum oben? Du, was hast du denn vor mit dem Publikum? Ich will ein bisschen rausgehen. Er will ein bisschen rausgehen. Mit euch. Ist das okay? Er bleibt unten? Dann schicke ich euch runter und er übernimmt. Ne? Nikolas Stark ist dann euer Moderator, okay? Dann schicke ich euch runter, ich bleib hier und er übernimmt, okay? Nikolas, ich schicke das Publikum runter, ja? Ja, ja, ich übernehme das Publikum. Alles klar, ja. Du übernimmst, ich bleib hier. Okay, musst noch Yoga machen, weißt du? Stefan, mach's gut. Bleib gesund. Mach's gut. Bleib gesund. Okay. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zeitverhaftete. Ich bin's, Nikolas Stark. Nikolas reicht. Ihr habt ein paar Fragen gehabt. Ich versuche, die so gut ich es kann, zu beantworten. Kommt mal mit. Wir gehen ein kleines Stück zurück, auch in der Zeit. Ich zeige euch, wie es geht. Kommt mit.
Dieser Baum hier, das ist ein ganz besonderer Baum. Das ist ein Zeitenbaum. Der Zeitenbaum bringt uns in jede gewünschte Zeit. Wir müssen nur den Baum umarmen und uns vorstellen, in welche Zeit wir reisen wollen. Und das wollen wir alle gemeinsam jetzt einmal tun. Kommt. Der Baum ist groß genug für uns alle. Kommt. Stellt euch um den Baum herum und schmiegt euch ganz eng an ihn. Er mag das. Oder sie? Sie mag das. Ah. Okay. Gehen wir noch mal zurück zum Anfang der Krise. Wir gehen zurück in den März 2020. Kommt jetzt alle mit. 21, 22, 23. Na? Seid ihr auch da? Der Baum hat uns hierher gebracht. Von Baum zu Baum. So machen wir das. In der Entendimension. Schaut euch um. Seht ihr? Ein Park. Ein Park wie jeder andere auch. In so einem Park fing das alles an. Ihr werdet euch erinnern. Ihr durftet nicht mehr zur Arbeit gehen. Ihr musstet nicht mehr zur Schule gehen. Ihr solltet zu Hause bleiben. Aber raus zum Spazieren gehen, das durftet ihr. Drum waren die Parks voll. Die Menschen saßen in den Parks und taten gar nichts. Wochenlang, monatelang und wie sich später herausstellen sollte, jahrelang. Und was war das? Eine Katastrophe? Der Anfang vom Ende? Nein. Das heißt mit anderen Worten, ich kann euch beruhigen. Ich kann eure Frage beantworten. Eure Frage war, was wird aus dieser Krise entstehen? Wie werden wir die Krise überleben? Und die Antwort ist einfach. Ihr werdet sie fantastisch überlegen. Es wird ein goldenes Zeitalter beginnen. Euch wird es besser gehen als je zuvor, denn ihr werdet etwas gelernt haben aus dieser Krise. Ihr werdet gelernt haben, dass es wertvoller ist, Zeit zu haben. Ihr werdet gelernt haben, dass es wertvoller ist, draußen in der Natur seine Tage verbringen zu können und so lange ausschlafen zu können, wie man möchte. Die Verteilungsfragen werden gelöst werden, weil ihr einseht, dass ihr alle gemeinsam Menschen seid, die bedroht sind und dass es nicht richtig ist, dass die einen in Sicherheit leben und in Reichtum und die anderen bedroht sind. Und das auf globalem, in globalem Maßstab. Was ist geschehen? Alle Regierungen haben sich zusammengeschlossen. Das geschieht im Dezember 2020 nach eurer Zeitrechnung. Die Staatsgrenzen werden nach anfänglicher nationalistischer Politik aufgelöst. Die Menschen kommen zueinander. Es wird schon sehr, sehr bald ein Impfstoff gefunden sein. Das geschieht im Frühjahr 2021 eurer Zeitrechnung. Und alle Menschen sind befreit vom Kontaktverbot, von der Mundschutzpflicht, von der Quarantäne. Freudenfeste werden global gefeiert. International finden große Festivals statt. Die Menschen feiern auf den Straßen, in den Parks und überall. Ein neues Zeitalter beginnt. Ein neues Regime
der Humanität fängt an. Alle gesellschaftlichen Probleme wurden gelöst im Angesicht der Krise. Und diese Möglichkeit ist nicht unwahrscheinlich, sondern sogar sehr wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Multiversum diese Entwicklung eintritt, liegt genau bei 1 zu 42. Ein neuer Tag, ein neuer Park. Nicholas Dark aus der Entendimension. Zurück in das Jahr 2020. Heute treffen wir wieder eine Repräsentantin der Gesellschaft der Zukunft. Eine Repräsentantin einer Gesellschaft, die alle Probleme, die wir bisher kannten, gelöst hat. Das Ende der Krise. Das Ende der Verteilungsfragen, das Ende der globalen Ungerechtigkeit. Meine Damen und Herren, folgen Sie mir in den Park und treffen wir eine Repräsentantin eines gerechten Systems. Kommen Sie. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ah, da ist sie. Ja. Ich grüße dich. Ja, grüß dich. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ach, wunderbar. Gaia 3000, kommt ihr Wannhausen, setzt euch hin und geht auch irgendwann. So, hi. Ja, ich heiße Joscha und melde mich ja hier aus der Zukunft. Also, ich komme aus der Zukunft, bin aber zurück und ich komme ja, wie schon gehört, von nächsten Mittwoch. Also, nächste Woche Mittwoch. Und wir haben hier gerade die 5 rauschhaftesten Tage der Weltgeschichte hinter uns. Es war noch am Freitag so, dass hier Krisenstimmung war, es gab Nationen, Grenzen, Kapitalismus, Patriarchat, es war wirklich fürchterlich anstrengend. Aber jetzt alles dahin und ich erzähl euch, wie es dazu gekommen ist. Freitag war es noch schrecklich, Montag war es schon gut, Donnerstag noch besser, Mittwoch, alles pretty cool. Also genau, wir haben es geschafft. Ja, ihr könnt es nicht glauben, wie gesagt, ihr erinnert euch vielleicht, Lockdown, Corona-Krise, Weltwirtschaftskrise, ganz schrecklich. Aber alles kam anders als erwartet. Mindrocket, wie man sagt. Da heben die Verhältnisse ab, denn es ergab sich so, dass schon wir fangen vielleicht von vorne an. Also am Donnerstag und Freitag, Samstag war die Zeit der großen Arbeitskämpfe. Also es war eigentlich so, dass die Regierungen weltweit merkten, das lässt sich nicht mehr halten, weil auch vielen klar wurde, wir brauchen mehr Lohn und weniger Arbeit. Die wichtigsten Dinge überhaupt, weil alles andere, who cares. Und diese Erfahrung, ne, im Lockdown schon, ne, dass wir zusammen waren, dass wir Zeit hatten, dass wir reden konnten, also unendlich mit den ungeliebten Nachbarinnen und Anwohnerinnen und all diesen Menschen in unserem Umfeld plötzlich ins Gespräch kamen, zeigte uns, da geht was. Aber es war wirklich toll. Also Sonntag war nämlich der globale No-Bullshit-Day, wo das Hashtag No-Bullshit durchs Internet ging, was ja Montag abgeschaltet wurde. Aber das war sozusagen das Ende, das große Finale der ideologischen Verzerrung, den sogenannten Verblendungszusammenhang. Der war dann, oh, meine Trommel, der war komplett weg, der war flutsch, weil die Leute gesagt haben, nein, ich mach da nicht mehr mit. Einmal verstanden zu haben, dass wir diesem Quatsch nicht mehr glauben müssen. Ich hätte das auch nicht geglaubt, aber die Leute waren plötzlich so, nee, Kapitalismus hat nicht funktioniert. Patriarchat, so ein Quatsch. Hier geht es nur den Bach runter und bald kommt ja auch noch Klimakatastrophe. Das können wir uns nicht länger bieten lassen. Und wie gesagt, die Arbeitskämpfe waren brutal und hart. Und da sind auch, also man muss auch sagen, also auch das Militär hat ja auch erst Montag aufgegeben, wo in den Vereinten Nationen alle Staatschefs gleichzeitig das Ende der Nationalstaaten verkündet haben.
es ist unglaublich, wir wissen auch nicht genau, wie das passiert ist. Also selbst die Ölkönige vom Golf haben ihre Kronen abgelegt und laufen jetzt über die Straßen und singen gleichberechtigt. Kinder, Männer, Frauen, Transpersonen, wie ich, andere, überall. Alles ist zusammengekommen, es spielt keine Rolle mehr. Herkunft, Religion, alles weg. Es ist vielleicht für euch unverständlich. Wie sieht das denn jetzt aus? Ja. Also ihr kennt ja Social Media. Da beleidigen sich Leute Tag aus, Tag ein, ohne Rücksicht auf Verluste, schreiben ihren ganzen Schwachsinn in ewige Kommentarleisten. Und das haben wir jetzt sozusagen sozialisiert. Wir haben sozusagen die Last der Autorität in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen reingeholt. Das heißt, vorher gab es ja Staaten und Regeln und Polizei und so. Jetzt müssen wir das alle miteinander regeln. Und das ist enorm nervig, würde man denken. Aber andererseits, die Stimmung ist so gut, da irgendwie läuft das. Gerade auch das Ende eben dieser patriarchalen Ordnung. Also wir haben auch unheimlich viele, eben insbesondere Männer, die jetzt sozusagen wirklich hart mit sich selber beschäftigt sind, sich fragen, wie soll es weitergehen? So, ne? Also ich sehe da hinten Mark Zuckerberg und Emmanuel Macron im Gespräch über die Zukunft der neuen Männlichkeiten dieser Gesellschaft. Die wissen es auch noch nicht. Und das ist ja gerade das, was hier vor sich geht. Also hier sind rote Fahnen, schwarze Fahnen, bunte Fahnen. Es ist ein Meer von Unterschiedlichkeit. Und es gibt auch eigentlich gar keine, also ich sehe auch gar keine Probleme. Wir sind hier jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Es ist natürlich so, das ist schon auch ein bisschen der sozialistische Albtraum. Ihr wisst das schon, ein bisschen ist halt auch Verknappung. Kann man jetzt nicht sagen. Also wir haben hier, keine Ahnung, der Sushi-flavored Milkshake 06 ist heute leider nicht verfügbar. So, es gibt ein paar Sachen, da müssen wir gucken. Aber ich denke, ehrlich, ich sehe das auch den Leuten an, so, dass die merken, also das liegt doch in den Beziehungen. Ne? Also da ist viel zu holen, weil die Menschen sind ja auch so voll mit Infos. Das ist ja so toll, die sind ja geladen. So, die waren jetzt hier jahrzehntelang eingekerkert in ihren Einzelkampfexistenzen und jetzt herrscht hier miteinander allerlei. Also und ja, ich, wie gesagt, es ging so schnell, der No-Bullshit-Day, die globale Streikbewegung, der Kampf insbesondere der Frauen weltweit, wir danken. Und es kann natürlich auch auf dem Matriarchat jetzt hinauslaufen. Ich meine, ne, so ist das mit der Ordnung. Die eine ist weg, die andere kommt her. Man kann das jetzt nie so richtig sagen, ist ja jetzt erst Mittwoch. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal sagen, danke Corona, dass du uns hier erlöst hast von diesem Elend. Und danke. Was ein Segen. Ja, und ich bin auch so froh, dass ich hier besucht wurde, um endlich das euch mitzuteilen, weil macht euch keine Sorgen, es wird hart. Und wie gesagt, ne, denkt nicht, die neue Welt wäre jetzt weniger problematisch als die alte. Aber einfach erstens nicht so schnell so viele Probleme und zweitens viel mehr Menschen, um die zu lösen und nicht so viel Ausgeschlossene, die eh nicht mitreden dürfen. Super, super gut. Insofern gibt es nur noch freie und fröhliche Mitmenschen. Ja, und viele ganz schön nervige, aber naja, was willst du lieber? Nervige Mitmenschen oder verfickte Scheißverhältnisse? Tja, kannst du dir aussuchen, beziehungsweise nicht, denn ich weiß, wie es kommt. Bäm! Ist es schön. Haben Sie konkrete Schritte vor, um Ihren Plan in die Realität umzusetzen? Naja, also Selbstdezentrierung würde ich das nennen. Sie haben ja auch die Aktion von unserer Gruppe gesehen, also durch Handarbeit auf die Möglichkeit der Liebe hinzuweisen. Und die Liebe ist ja immer eigentlich sozusagen die Auflösung des Ego unter Umständen, könnte es sein. Und ich möchte nicht missverstanden werden. Ich meine das nicht in einem esoterischen Sinne. Ich glaube, dass man, und deswegen meine ich eben halt, über wessen Zukunft sollten wir nachdenken.
Zeitzeugin. Hey, Sie! Sie haben eine große Krise hinter sich, eine welthistorische Krise. Also um nicht zu sagen, ich denke, wir stecken ja mittendrin. Aber das ist ja immer so, in jeder Zeit, oder? Jede Zeit lässt sich als Krise beschreiben. Natürlich. Und ich komme aus einer Zeit, in der es N-Dimensionen von Krisen gibt. Eine unendlich große Krise. Aber in jeder Krise steckt eine Chance. Steckt auch in dieser Krise eine Chance? Also in jeder Krise steckt eine Realität. Das würde ich auf jeden Fall erstmal bejahen. Es gab ja schon geheime Vorgespräche auch zu diesem Gespräch. Da sind wir übereingekommen, dass Kritik eigentlich immer bedeutet, seiner Zeit hinterher zu sein. Von daher, ja, es ist immer viel in einer Zeit vorhanden, ne? Eine Gegenwart kommt nicht allein. Ich weiß aus gesicherter historischer, ich habe es in den Archiven nachgelesen, dass Sie für die Gruppe Gaia 3000 arbeiten. Gaia 3000. Gaia ist griechisch und heißt Erde. Was interessant ist, weil unsere Gruppe, glaube ich, eher auf das Wasser hinarbeitet. Denken Sie, wäre es für den Menschen eine Option, wie damals für die Vorläufer der Delfine, ins Wasser zu gehen und sich anzupassen? Naja, ich meine, die Frage, was mich schon beschäftigt, ist die Frage, ist es eigentlich interessant, immer über die Zukunft des Menschen zu sprechen? Oder wäre es nicht viel interessanter? Weil das Denken ist ja erstmal einfach eine Quelle von Lust. Und was macht einem die meiste Lust? Ich glaube, dass tatsächlich das Denken über die Zukunft des Menschen so begrenzt ist, also in seinen Möglichkeiten, dass es vermutlich, dass man mehr Lust beziehen würde, irgendwie, wenn man sein Leben dafür nutzt, über die Zukunft von allem anderen nachzudenken, vor allen Dingen. Und das ist doch interessant, wie sich eigentlich die Menschheit auch selbst darin abschneidet, von sich selbst gewissermaßen. Indem sie nur über sich nachdenkt, über diesen Gegenstand, der so begrenzt ist und in sich gefangen. Mhm. Haben Sie konkrete Schritte vor, um Ihren Plan in die Realität umzusetzen? Also ich glaube, der erste konkrete Schritt, den ich vorhabe und auch aktiv praktiziere, ist eigentlich das hinter meine Zeit zurücktreten, hinter der Zeit hinterher sein und in die Vergangenheit schauen. Und dann ist eben die Frage, wie weit schaut man zurück? Aber ich glaube, dass tatsächlich jede Krise nur dann bewältigt werden kann, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was die Geschichten dieser Krise sind und was auch Möglichkeiten sind, die schon vor dieser Krise existierten. Und natürlich, wenn man Lust hat, kann man so weit zurückgehen, zu sagen, wir wissen ja auch, dass der Mensch nur eine temporäre Erscheinung ist, weil wir können eigentlich seinen Auftauchen relativ klar zurückdatieren. Aber man kann natürlich auch etwas näher zurückgehen und sagen, es ist nicht das erste Mal, dass die Menschheit irgendwie eine Art von pandemischer Situation erlebt hat. Und wir wissen, dass sie überstanden werden wird. So. Und wir wissen halt auch, dass sozusagen jede Krise halt die Möglichkeit ist, neue Techniken von Macht auszuprobieren oder einfach der Beherrschung, also einer Krise. Ne? Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt gerade gut dazu angehalten sind, immer wieder zu gucken, was in der Vergangenheit Strategien gewesen sind, um Krisen zu bewältigen und welche von diesen Ergebnissen welche Ergebnisse welcher Strategie uns gefallen und im Sinne stehen einer sich zugewandten und auf der Menschenwürde basierenden Menschheitsmoral und welche Schritte das eher verunmöglichen. Und dann könnten wir versuchen, uns auf die Strategien zu beziehen, die dem entsprechen, was wir sehen möchten in der Welt. Das glaube ich. Und ich glaube, dass das nur geht, wenn man Zeitreisen macht, wenn man zurückreist, um dann nach vorne zu reisen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Das war ein sehr optimistischer Ausblick auf die nähere und auch auf die weitere Zukunft. Ne? Ich weiß, dass Ihnen die weitere Entwicklung in vollem Umfang Recht geben wird, dass Sie bestätigt werden. Was genau passiert, darf ich Ihnen hier nicht verraten, aber ich danke Ihnen für Ihren Enthusiasmus, ich danke Ihnen für Ihr Engagement, denn Sie prägen auch meine Vergangenheit mit, denn ich selber bin in der 42. Dimension, das ist die Ihre, geboren und aufgewachsen und erst später in die Ente-Dimension gekommen. Und ich bin ein Kind dieser Krisenwirren, ich muss es sagen. Und Ihr Engagement und Ihre Initiativen haben die Welt verändert. Soft Revolution, moving forward means going back to the time
When we were beautiful.